Und ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Webinar des heutigen Tages, und zwar zum Thema Masterstudium. Sven Poker wird den Vortrag machen, Digital Happiness im Masterformat, ein Fernstudium als Karrierewerkstatt der Zukunft. Ich sag mal hallo Sven, und du darfst gerne übernehmen. Ich glaube, dein Mikro ist noch aus. Hallo Daniel, danke für die Überleitung. Ich sehe es auch gerade, Mikro war noch aus. Ja, ich gucke auf die Uhr, pünktlich 14 Uhr. Ich würde dann auch gleich einmal starten mit dem Thema Online-Master, Digital Happiness, die Karrierewerkstatt der Zukunft. Wir reden hier über weiterbildende Master. Die erste Frage, die sich dann natürlich stellt, warum ein weiterbildender Master? Ich würde das Ganze eigentlich fast zurückspielen, diese Frage, warum ein Master in Präsenz, wenn wir doch alle den weiterbildenden Master machen können. Der weiterbildende Master entscheidet sich natürlich grundlegend zum konsekutiven Master, weil er setzt auf Berufserfahrung, die ist zwingend erforderlich mit mindestens einem Jahr. Des Weiteren baut er wirklich auf den Job an. Man hat viele Aufgaben, die man auf die Arbeit wieder anwenden kann. Er ist komplett berufsbegleitend ausgelegt und kann nebenbei gemacht werden. Das heißt für mich natürlich die ganz einfache Frage, warum den Master in Präsenz machen und weitere 2 Jahre unter Umständen warten, bis man arbeitet, oder anstelle dessen den weiterbildenden Master einfach machen, indem man das Ganze online vollbringt. Wir reden alle heutzutage von Digitalisierung, von Arbeit 4.0, was natürlich auch heißt, warum soll das Ganze noch bei Hochschule 1.0 oder 2.0 hängen bleiben? Wir haben die Möglichkeiten, auch digital zu studieren, und genau darauf setzen wir eigentlich mit den weiterbildenden Masterangeboten. Diese können komplett online gemacht werden mit wenigen Präsenzphasen und lassen sich auch wunderbar in dieses Arbeit 4.0-Thema einbauen, weil man neben dem Beruf studieren kann, man ist flexibel und kann das Ganze machen, wann und wo man möchte. Ich habe hier einmal zwei Ausschnitte aus den Online-Materialien. Das sind Folien, die man auch bei uns im showroom.oncampus.de finden kann, wo einfach auch ansehnlich erklärt ist, die Lehrmaterialien. Einmal das Rechnen ohne Geld nochmal veranschaulicht und daneben auch noch ein weiteres Schaubild im Ingenieursbereich ist das. Hier sehen Sie jetzt einmal eine Folie aus einer Webkonferenz, eigentlich genau das gleiche, was Sie jetzt auch sehen. So sind unsere Online-Präsenzen aufgebaut, die in der Regel in den späten Abendstunden stattfindet, sodass das jedem Berufstätigen oder auch jemand, der in Elternzeit sich befindet, möglich ist, an diesen Präsenzen online teilzunehmen. Den Aufbau können Sie alle, wie gesagt, gut sehen. Der Dozent blendet auch seine Folien ein, über die er spricht, ist selber gut zu sehen. In dem Fall ist das Herr Klages. Und dort sind dann auch im Chat natürlich wieder die Möglichkeiten, Fragen zu stellen, zuzuhören. Wie ein virtuelles Klassenzimmer quasi. Ich gehe nun einmal auf unsere beiden weiterbildenden Master ein. Das ist einmal der Master BWL und der Master Wirtschaftsinformatik, die wir über OnCampus anbieten. Den Master BWL, den bieten wir an in Kooperation mit der FH Kiel, der Jade Hochschule und der Ostfalia Hochschule. Das ist ein weiterbildender Master, setzt also die einschlägige Berufserfahrung mit mindestens einem Jahr voraus, die angerechnet werden kann. Die Credit Points, die erworben werden, sind 90. Und die Dauer ist über 4 Semester ausgelegt. Die Kosten pro Semester liegen bei 1.920 Euro. Dazu käme dann noch der jeweilige Semesterbeitrag, der ist abhängig von der Hochschule. Die Basismodule sehen Sie hier im Endeffekt: Innovation Management, Mitarbeiterführung, Management Accounting, Volkswirtschaftspolitik. Und wählbar sind noch die Fachbereiche, hier Specials genannt, mit den Vertiefungsrichtungen Marketing, Accounting Controlling, Energiewirtschaft, Banken, Versicherungswirtschaft und Handel, die man dann jeweils auswählen kann bei dem Studium. So, um das Ganze noch einmal ein bisschen darzustellen, gibt es einmal Meet Your Prof. Und dazu spiele ich Ihnen jetzt einmal die zwei dazu passenden Videos ein. Ich bin Professor Dr. Stefan Kull von der Jade Hochschule in Wilhelmshaven, bin da zuständig für Marketing, Handel und E-Business, unterrichte das schon mittlerweile seit 10, 11, 12 Jahren hier, war vorher in der Industrie tätig, habe also auch einen praktischen Hintergrund.
Und dieses Wechselspiel Theorie und Praxis, das interessiert mich schon die ganze Zeit. Gleichzeitig ist dieses E-Business-Metier natürlich etwas, was sehr viel Affinität zu einem Online-Studiengang hat. Die hauptsächlichen Vorzüge des neuen Studienmodells sehe ich in erster Linie zum einen in dieser Vernetzung zwischen mehreren Hochschulen. Das heißt, wir haben hier nicht die Last auf der Schulter einer Hochschule und dadurch eben auch noch Kompetenzbündelung erreichen können. Zum anderen ist es natürlich wunderbar, wenn Sie aus dem Job heraus jetzt nicht nur den Bachelor studieren können im Rahmen unseres Verbundes, sondern Sie können auch den Master machen. Sie müssen also nicht mehr raus aus Ihrer Karriere, sondern im Prinzip können Sie, während Sie irgendetwas anderes machen, es muss nicht nur die Karriere sein, Sie können beispielsweise auch Kinder betreuen, können Sie Ihren Weiterbildungswerdegang vervollkommnen bis hin zum Master. Also die fachlichen Spezialisierungsmöglichkeiten, die wir in diesem Master mit aufgenommen haben, die sind relativ einzigartig, würde ich nicht sagen, aber innovativ in der Darstellung, vor allen Dingen auch im Online-Studiengang. Wir haben beispielsweise Handel und Marketing als Vertiefungen da drin. Ich kann für Handel sprechen, da bin ich auch einer der Modulverantwortlichen und schreibe da auch ein Modul. Das ist eben etwas, was Sie sehr schön, wenn Sie im Handel arbeiten, parallel als Abgleich mit dem Job immer weiter verfolgen können, auch auf Masterniveau jetzt. Wir haben uns alle sehr darauf gefreut, diesen Master etablieren zu können und wir sind ganz sicher, dass wir auch sehr kompetente und praxisnahe, aber doch theoretische Weiterbildungspotenziale für Sie bereithalten. In diesem Sinne kann ich nur sagen, herzlich willkommen. So, und dann gibt es das nächste noch einmal hinterher. Mein Name ist Jens Langholz. Ich leite die Online-Studiengänge im Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Kiel und bin dort zuständig für den Bachelor BWL online, den Bachelor Wirtschaftsinformatik online und jetzt für das neue Angebot der Online-Master-Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik. Wir haben das Curriculum entwickelt auf Basis des Curriculums aus der Präsenz bei uns, aus dem Präsenz-Master BWL. Und haben dort inhaltlich vor allen Dingen die Vertiefungen Marketing und Controlling und Accounting eingebracht. Die anderen beiden Vertiefungen, die zur Wahl stehen, Handel und Energiewirtschaft, werden maßgeblich getragen von unseren Partnerhochschulen in Wolfsburg und Wilhelmshaven. Die prägnantesten Vorzüge des neuen Studienmodells liegen aus meiner Sicht darin, dass man das Studium ganz flexibel berufsbegleitend absolvieren kann. Wir haben so geplant, dass wir lediglich 4 Module pro Semester den Studierenden anbieten, um das Ganze möglichst gut, reibungslos, parallel zum Beruf durchführen zu können. Haben eine geringe Anzahl von Präsenzen. Es gibt immer ein Wochenende pro Semester in Rotation an den einzelnen Hochschulen und eine weitere Kontaktphase zur Absolvierung der Klausuren an den beteiligten Hochschulen. Die Vielfalt ist ungewöhnlich unseres Angebots. Wir haben 4 Vertiefungen im Angebot. Marketing, Controlling und Accounting, Handel und Energiewirtschaft. Und die Studierenden haben die Möglichkeit, sich im Laufe des Studiums für eine dieser 4 Vertiefungen zu entscheiden und dort 4 Vertiefungsfächer zu belegen, die mit einem Forschungsprojekt noch zu vertiefen und die These ist möglicherweise auch in dem zugehörigen Bereich zu schreiben. Liebe Studierende, ich würde mich sehr herzlich freuen, wenn Sie sich für ein Studium des weiterbildenden Online-Masters BWL oder Wirtschaftsinformatik bei uns in Kiel entscheiden würden. Sie sehen schon im Hintergrund, dass wir hier die tollsten Rahmenbedingungen haben für Sie als zukünftige Studierende. Und wir wären ganz glücklich und froh, Sie hier bei uns zu haben und Sie begeistern zu können für das vielfältige und tolle Angebot des neuen Masterstudiengangs, für den Sie sich dann entscheiden. So, das waren einmal die Berichte zum Master BWL. Wir gehen jetzt einmal direkt zu dem Master Wirtschaftsinformatik. Dieser wird auch an der FH Kiel und der Ostfalia Hochschule angeboten. Genauso wie der Master BWL mit 90 ECTS, geht über 4 Semester,
Die Kosten liegen bei 1920 Euro pro Semester, zuzüglich dem jeweiligen Semesterbeitrag. Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch noch zu den beiden Mastern, dass zu den Präsenzterminen, die mit dazukommen, natürlich noch eine Anreise mit fällig wird. Die sind aber auch von den Präsenzen her immer auf Freitagsnachmittag oder Samstag gelegt, sodass man das, egal von wo man kommt, immer sehr gut kombinieren kann. Die Module im Master Wirtschaftsinformatik sind ja auch noch einmal aufgeführt mit quantitative Entscheidungslehre, Requirements Engineering, IT-Sicherheit, ERP und BI mit SAP, Management Ethics, so einige, die man da dann doch belegt und sehr viele gute Erfahrungen, die man mit diesem Master auch noch machen kann. Auch hierzu jetzt noch einmal zwei Videos von den entsprechenden Professoren. Und mit dem ersten starten wir auch sofort jetzt. Mein Name ist Dirk Frosch-Wilke, ich bin seit 1997 Professor an der Fachhochschule Kiel, vertrete hier das Gebiet der Wirtschaftsinformatik und meine Spezialthemen im Bereich der Lehre, der Forschung und auch des Wissenstransfers sind das Software Engineering, der Prozessmanagement, E-Learning und auch Business Intelligence. Den Studiengang Wirtschaftsinformatik habe ich von Anfang an begleitet, von den ersten Konzeptionen bis hin jetzt zur Implementierung des Studiengangs. Wir haben festgestellt, dass es doch einen erheblichen Weiterbildungsbedarf im Bereich der Wirtschaftsinformatik gibt. Viele unserer Absolventen aus dem Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik gehen nach diesem Studium direkt in den Beruf und stellen dann im Laufe der Zeit fest, dass ihnen doch bestimmte Kompetenzen fehlen, um halt auch mehr in Führungsverantwortung zu kommen. Die Vorzüge des neuen Studienmodells liegen zum einen darin, dass es ein Online-Studiengang ist. Dies ermöglicht Studierenden, ihr Studium sehr flexibel zu gestalten und damit auch eine bessere Vereinbarkeit zwischen Studium, Beruf, Familie zu erreichen. Zum anderen ist es uns gelungen, für diesen Studiengang die jeweiligen Fachexperten nicht nur als Autoren der einzelnen Lehrmodule zu gewinnen, sondern auch als Dozentinnen und Dozenten, so dass auch in den Präsenzphasen des Studiengangs gewährleistet ist, dass die Studierenden mit den Experten in Austausch treten können. Ja, ich würde mich freuen, Sie bald in dem Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik begrüßen zu können. Ich glaube, Sie treffen eine gute Wahl. Sie treffen eine gute Wahl dann, wenn Sie in einem IT-nahen Umfeld von Unternehmen Karriere machen wollen. Wir vermitteln Ihnen die entsprechenden Kompetenzen. Kommen Sie zu uns. Wir freuen uns auf Sie. So, und jetzt das hierzu letzte Video von dem Herrn Klages. Mein Name ist Ulrich Klages. Ich bin Professor für Informatik an der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel. Ich habe mit den Kollegen in Kiel diesen Studiengang konzipiert. Wir haben ihn als weiterbildenden Masterstudiengang entworfen. Sie sollten eine einschlägige Vorbildung haben durch ein Studium, was zumindest teilweise die Wirtschaftsinformatik umfasst, und Sie sollten dann in Ihrem Berufsleben danach sich mit wirtschaftsinformatischen Problemen beschäftigt haben. Wir haben diesen Studiengang so konzipiert, dass viele Dinge, die Sie in der realen Wirtschaft benötigen, in diesem Studiengang mit theoretischem Unterbau Ihnen nahegebracht werden. Also es gibt hier zwei ganz wichtige Unterscheidungsmerkmale zum klassischen Präsenzstudium. Zum einen, Sie können studieren, wann und wo Sie wollen, solange Sie vielleicht die ein oder zwei Präsenzen pro Semester, die am Wochenende stattfinden werden, dann auch bitte besuchen mögen. Und Sie mögen bitte auch über die Woche zu unseren Videokonferenzen dazukommen. Aber wo Sie dann sind, das entscheidet das Internet, nicht wir, also Sie. Das zweite ist, wir glauben, dass ein berufsbegleitendes Studium, so wie unser Weiterbildungsmaster konzipiert ist, sinnvollerweise etwas sein sollte, was man abends, nachmittags und am Wochenende studieren kann. Es macht aber auch mehr Spaß, wenn man mit anderen zusammenlernt und wenn man seinen Dozenten auch einmal die Woche vielleicht sieht, auch wenn es ohne Mundgeruch ist. Eine Videokonferenz ist fast genauso gut wie ein Hörsaal mit Kreide. Sie wissen, wenn Sie einen Masterabschluss in der Bundesrepublik
erwerben. Das ist der höchste akademische Abschluss, den es in der Bundesrepublik gibt. Insofern ist es ein anspruchsvolles Studium, was Ihnen eigentlich auch sehr viel bringen wird, weil Sie lernen werden und es auch üben werden, theoretische Ansätze auf reale Probleme anzuwenden. Wir möchten gerne Zauberlehrlinge haben, denen wir das Zaubern beibringen. Aus diesem Grund würden wir uns freuen, wenn Sie in unserem Studiengang als Studierende mitmachen und wenn wir Sie in einigen Jahren, frühestens in 2 Jahren, manchmal dauert es ein klein bisschen länger, dann mit einem Mastertitel verabschieden können. Viel Freude, viel Erfolg bei uns. So, das waren einmal die beiden Professoren aus dem Bereich Wirtschaftsinformatik. Ich denke, das Interessanteste für viele hier von Ihnen oder auch für uns alle ist natürlich die Erfahrungsberichte. Wie funktioniert das Ganze? Wie läuft das ab? So, was können die Leute berichten, die das Ganze gemacht haben? Dazu habe ich hier einmal einen Erfahrungsbericht von dem Timo Freitag. Das ist der erste Absolvent des Master Wirtschaftsinformatik. Und der Timo war so freundlich, uns davon noch einmal zu berichten, wie das Ganze gelaufen ist bei ihm. Mein Name ist Timo Freitag. Ich bin Wirtschaftsinformatiker. Natürlich war ich das nicht immer. Aber im Leben ist es wie im Sport. Du kannst dich immer verbessern. Man muss nur an sich glauben und seinen eigenen Weg finden. Ich zum Beispiel habe gerade ein Online-Masterstudium an der FH Kiel über OnCampus gemacht. Natürlich ist so ein Online-Studium was völlig anderes, als jeden Tag an der Uni im Hörsaal zu sitzen. Man muss sich selbst organisieren, sich selbst motivieren und bestimmt auch mal den inneren Schweinehund überwinden. Aber ich dachte mir, warum versuchst du es nicht? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss sich viel mehr zutrauen im Leben. Scheitern kannst du immer, das ist völlig normal. Aber davon mal ganz abgesehen, bei OnCampus wird der Lernstoff schon sehr, sehr anschaulich aufbereitet. Du hast zum Beispiel Videoarchive, Webseminare, kannst dich in Chatrooms mit anderen austauschen und die Dozenten sind immer erreichbar. Eigentlich kannst du so lernen, wie es am besten zu dir passt. Und 4 Semester sind wirklich überschaubar. Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Nicht nur, weil ich mit einem Masterabschluss viel besser aufgestellt bin, ich habe auch vieles gelernt, das mich schon jetzt im Job voranbringt. Stichwort Arbeitsstrukturen, Software Engineering oder der Reiz an kniffligen Aufgaben. Das Wissen um die eigene Stärke, um das eigene Potenzial, das ist eigentlich unbezahlbar. Plötzlich kannst du Berge versetzen oder sie zumindest erklimmen, Stück für Stück. Auf jeden Fall kommst du voran und das fühlt sich richtig gut an. Wie eine gewonnene Meisterschaft. Ja, an dieser Stelle dann auch nochmal Danke an den Timo für seinen Erfahrungsbericht dazu. Und jetzt kommt noch einmal ein kurzer Einblick von der Nicole zum Thema, wie bekommt man das eigentlich mit Familie, Job und Studium auch so alles unter einen Hut. Und um auch einmal zu zeigen, wenn man online studiert, man ist nicht alleine. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, Job und Familie zu kombinieren, dann auch noch das Studium. Aber das ist bei allem Stress trotzdem toll und bringt Spaß. Ich habe hier ein tolles Team bei der Arbeit, ich habe nette Kommilitonen im Studium und dadurch, dass das eben online läuft und ich meine Zeit frei einteilen kann, klappt das ja schon seit 5 Semestern einigermaßen gut und erfolgreich. Und ich würde sagen, das hätte ich mit einem Präsenzstudium niemals so geschafft. Ich habe halt so Schnittstellen, ich habe jetzt letztens in einem Projekt gearbeitet und konnte da ein bisschen reingucken in die Arbeit von den Kollegen und habe das dann halt besser verstanden, weil ich gesehen habe, ah, oh, das ist eine Datenbank, alles klar. Mama? Jetzt nicht, ich lerne! Manchmal geht man schon am Zahnfleisch, aber ich glaube, mit ein bisschen Disziplin kommt man da schon gut zurecht. Man muss sich einen Tagesplan machen oder Wochenplan oder Monatsplan. Es bringt einem alles nichts, wenn man am Anfang irgendwie 4, 5 Module belegt und dann während des Semesters irgendwie die Hälfte wieder klicken muss, weil man es nicht zeitlich unterkriegt. Wir haben also 24/7 Support über WhatsApp-Gruppe oder so, wenn man echt nur sitzt und keine Ahnung mehr hat und total schwimmt, dann fragt man irgendwie und irgendjemand antwortet sofort und du denkst, oh ja, ja stimmt, danke, oh super, ich komme weiter. Das ist total klasse. Und ich glaube auch, dass wir nach dem Studium, wenn wir Anna unseren Bachelor haben, dass wir uns auch so treffen werden. Ich glaube, das wird bestehen. Das
ist es auch noch ein sehr schöner Nebeneffekt, die Freundschaft. So, und an der Stelle auch einmal danke an Nicole. An dieser Stelle möchte ich einmal darauf hinweisen, wir bieten von OnCampus ein Schnupperstudium an. Das ist vom 12. bis 19.06. Ich merke gerade den Tippfehler in der Folie. 2017, wo wirklich jeder Interessierte einfach mal die Möglichkeit hat, einmal reinzuschnuppern, zu sehen, wie sieht das Ganze aus, wie sieht so ein Modul aus, wie funktioniert das mit den Webpräsenzen, um da einfach mal so einen ersten Einblick zu bekommen und sich dann natürlich hoffentlich auch zu entscheiden, sich einzuschreiben. Das war es auch schon von meiner Seite. Gibt es von Ihnen Fragen, Anregungen, Kritik? Bitte alles raus damit. Ja, Sven, erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich glaube, der war sehr anschaulich und hat auch das Thema Studium von allen Seiten mal kurz angerissen und vorgestellt. Ich habe hier nochmal eine Frage zum Thema, was heißt denn einschlägige Berufserfahrung? Einschlägige Berufserfahrung heißt wirklich also ein Jahr mindestens Berufserfahrung und natürlich in dem jeweiligen Bereich, der darauf anwendbar ist. Also als Beispiel im Bereich Wirtschaftsinformatik sollte man dann das eine Jahr irgendwo in der Wirtschaft gearbeitet haben oder im Bereich Informatik. Jemand, der jetzt Maschinenbau gemacht hat als Beispiel, muss man natürlich gucken, ob diese Berufserfahrung dann auch anerkannt wird. Also sollte schon wirklich mit den Bereichen zu tun haben. Und ich brauche zwingend dann vorher einen Bachelor. In den beiden Studiengängen ja, da ist der Bachelor vorher erforderlich. Oder ein Diplom, je nachdem. Okay. Gibt es noch weitere Fragen von Ihnen? Ansonsten haben wir auf unserer Homepage noch eine Menge Informationsmaterial. Das Video von der Nicole, das gibt es auch auf der Homepage und bei YouTube in einer längeren Fassung. Da können Sie dann auch nochmal reinschauen. Ja, ich denke, da bekommen Sie dann auch nochmal einen guten Einblick. Oder Sie schauen bei uns im Blog vorbei. Im Blog gibt es auch längere Artikel zum Thema berufsbegleitendes Studium und vieles mehr. Die URL ist da www.oncampus.de/blog. Ja, es sieht so aus, als kommen da keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, haben wir eine kurze Pause und um 14.30 Uhr geht es dann mit dem dritten Webinar weiter. Sven, an dich nochmal herzlichen Dank und hier geht es dann gleich weiter in ca. 8 Minuten. Ich danke für die Teilnahme. Tschüss. Bis gleich.